Das sieht übrigens nach einem normalen iRacing-Start aus, by the way. In Split 3 bis 1. An schlechten Tagen. Wir haben das Video zur Nordschleife noch nicht gesehen. Das kam gestern raus. Ich möchte sehen, was da passiert ist. Ich will sehen, was Jansky für einen Brecher zusammengebaut hat. Was gibt's denn Schönes auf der Nordschleife? Leute. Leute. Junge Nordschleife Hype, let's go. Heute wird hier Geschichte geschrieben. Einfach Nordschleife. Und wir joinen, Kinder, wir joinen. Das verstehe ich übrigens nicht. Also bin ich jetzt ganz cool. Man kann doch so viel... Egal, wir gucken jetzt einfach weiter. Egal. Haben wir jetzt eine Crash-Compilation? Kapitel 1, das erste Mal. Ich überlege mir jetzt noch so eine Verlängerung für mein Lenkrad zu kaufen. Ja. Und jetzt geht's auf die Schleife. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, sei ich ehrlich. Ui. Muss immer auf die Map gucken, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Ich fahre jetzt gerade zum allerersten Mal. Wo geht's? Okay, das erklärt's. Oh, okay, das erklärt dann so. Okay, okay. Sie entlang? Okay, Vollspeed. Okay, hier auch Vollspeed. Okay, hier gleich lüpfen, glaube ich. Nein, ich sterbe. Jansky, warum hast du das rausgeschnitten? Jansky, warum hast du das rausgeschnitten gerade von Blätten? Mit ganz kurz lupfen? Nee, das ging geradeaus. Nein! Oh, okay, ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin, aber es hat sich bis hierhin ganz gut angefühlt. Fast die Hälfte geschafft, oder? Naja, nicht wirklich. Okay, okay, oh, nee. Nee. Okay, hier können wir Vollgas bleiben. Das ist cool. Oh, okay. Nope. Aua. Nope. Oh. Nope. Beide an derselben Kurve? Fährt, weiß das jemand? Ist das Crodonas auch zum ersten Mal gefahren? Ja? Alles klar, okay. Ja gut. Wir sind schon mal weit gekommen, oder? Wie soll man das alles lernen? Wie soll man das alles lernen? Oh. Nope. Oh ja, jetzt kommt der Jump. Hui. Nope. Heilige Scheiße, das Auto hebt die ganze Zeit ab. Oh. Nope. Oh. Oh nein, okay. Boah, die Stelle gefällt mir am besten. Die Stelle gefällt mir am besten. Warte mal kurz, die Uhr muss doch kaputt sein da unten, oder? Oh nee, das ist wie diese Kackkurve. Warte mal kurz, die. Oh. Scheiße. Oh Gott, ey, ich verwechsel die Kurven die ganze Zeit. Gut, da macht mir ganz Spaß nochmal. Alter, ich krieg die Krise. Haha! Die Suspension, Alter. Los, die Karre holpert einfach komplett weg. Oh, Niklas, aber stabiler 3-Tage-Bart. Wieso jetzt? So. Schon gespannt, wann Niklas in die Phase kommt, dass er zum Barbier rennt und sich sein Bart richtig schön macht. Niklas hat so ein Bart, auch die Haare. Ich finde, Niklas hat so ein richtiges Bart- und fancy Haare-Gesicht. Auf ein neues. Nope. Um Gottes Willen. Doch, Mann. Ja, geil. Dann starten wir von hinten. Okay, er hat gebremst, ne, meint. Also er hat 100% gebremst. So. Den Vorwurf kann man ihm nicht machen. Car on the left. Clear on the left. Your lap time is invalidated. Try to stay on the track. Oh Leute, bleibt doch auf eurer Ideallinie. Die Leute meinen das immer nett, aber es ist absolut verwirrend. Einfach auf der Ideallinie bleiben, der schnellere, der zu überrundet, bleibt auf der Linie, der überrundet, sucht sich seinen Weg. Tracker in 3 Teil. ja, das war's mit mir dann. Nein, ey, du Lappen! Das kannst du keinem erzählen, ne? Er dreht sich seit einer halben Stunde, Alter. Der ist schon seit 3... Nordschleife macht halt auch... Ist eine schöne Strecke. Sag ich, wie es ist.
Ne? Ist wirklich eine schöne Strecke. Die macht aber keinen Spaß. Die macht einfach keinen Spaß. Weil jetzt zum Beispiel Qualifying ist so ein, der einen Fehler macht, was alles passieren kann. Und das auch überhaupt nicht mit Vorwürfen bespickt, ja? Ist dein ganzer Scheiß zu Ende. Also für Rennen, wenn Leute nicht wissen, was sie tun, ist die Nordschleife absoluter Abfuck. Also maximaler Abfuck. Ich bin eine Stunde ungültig. Er hält seine Bremse nicht, rollt einfach wieder mitten auf die Strecke und tötet mich. Er gibt kein Gas. Er hat nicht mal nicht die Bremse gehalten, er hat Gas gegeben. Please. Er hat die Pedale halt verwechselt. Das ist doch nicht schlimm. Ja, Sandwich. Hallo. Alter, wurde ich gesandwiched. Achtung, ich bin noch neben dir. Ja. Ach, Mann. Oh, ich lebe noch. Gammel, du hast mir keinen Platz gelassen, glaube ich. Ich wusste nicht mal, dass du da bist. Ich wurde die ganze Zeit nur gesandwiched und dann habe ich gedacht, nachdem ich rausgezogen habe, keiner ist mehr neben mir. Mein verkackter Spotter hat aber auch überhaupt nichts gesagt, der Fettsack. Immer wieder Arbeitsverweigerung. Ja, danke. Scheiße, sorry. Huch? Hä? So. Hast du mich getötet? Ja. Scheiße, sorry. Oh, ja, what the fuck? Einfach der Mähdrescher da hinten. Haha, erstmal Rasen gemäht, Alter. Der hat da hingefahren, nicht zu. Mach ich nicht. Er macht es. Ja, du bist über den Körb gefahren, Digga. Ja, weil der zugemacht hat. Junge, Hendrik, fährst du hier langsam? Ja, ich bin von oben gedreht. Ich wurde von oben angeschoben. Ja, scheiß drauf, Alter. Das Rennen ist wieder komplett los, ey. Weiß nicht, wo es lang geht. Hier vergesse ich immer, welche Kurve kommt. Ja, Lambo steht auch. Alter, ich wollte gerade sagen, Sascha, das war aber sehr motiviert, Junge. Das war sehr motiviert. Schön und senden. Das wird nichts. Alter. Oh. Ich erhalte das, wird doch. Oh. Ich hätte jetzt gesagt, der hebt gleich ab. Gumball hat es doch hingekriegt. Junge, der Ferrari vorwärts ist ein Monster-Truck, wenn der durchs Kaufe fährt. Machen wir mal das hier. Oh Mann. Okay, haben wir auch gemacht. Junge, wer fährt mir da noch rein? Das ist aber schon sehr ambitioniert. Ey, der ist mir doch reingefahren, oder? War das mein Ding? Ah, oh, jetzt war ein Köpf gefahren. Junge, hat mich komplett vernichtet. Ja, aber also, ich weiß nicht, da, also, da überholen ist jetzt aber auch nicht unbedingt, Boxen. Wo rennt man hier? Ist die Frage. Oh no. Oh. Nee, ich hab ne SG-30. Junge, ich hab ne SG-30 bekommen. Oh, Jansky. Also ist nicht da, wo es immer ist. Oh, nee. Nee, ich dachte auch, es wäre weiter hinten. Scheiße. Die SG-30s werden hier reinflattern wie sonst was. Oh oh! Ich hab schon mal die erste. Da müsste irgendwie noch ein Kutsche einbringen. Nope. Das war zu viel, wenn das. Nein, die ist doch nicht so früh, oder? Doch, nee! Die erste Linie. Ach komm! Oh! Nee, die das ist nie! Nee, das hab ich. Da hab ich knappe 20 mehr und das ohne Stream. Das ist ja alles noch human! Ach nö. Das ist alles noch human. Das hätte man natürlich wissen müssen. Ach man, ich mach's jetzt die Linie früher als. Okay, ich mach Taktik. Ja, ich hab's überlebt. Nice, bin nicht drinne. Geht ja auch gar nicht, weil Jansky hat nämlich auch gar keinen Zugriff gehabt auf den Wort. Ha, hab ich mich gut gerettet. Weil ich wäre nämlich disqualifiziert gewesen. Ich bin nämlich mit 160 in die Box rein. Ew. Und in-game. Nein, wir haben uns nie abgelegt. Und in dem Rennen haben wir alles mitgenommen. Mein Auto ist durchgeschlagen. So Leute, jetzt müssen wir aufpassen. Oh no! Dieses Gehüpfe! Ich hab gesagt, wir müssen aufpassen! Wirklich. Ha!
Das ist so ätzend. Nope. Oh, nice catch, Noah. Oh mein Gott, Gamba. Okay, der war wirklich geil. Der war super. Oh mein Gott, ich habe noch nie so ein Safe gehabt. Oh. Hallo. Oh ja. Nope. Oh. Das hat Knack gemacht im Handgelenk. Oh mein Gott. Jo, Jadia, schaffst du die DG? Warte. Oh nein, ich bin tot. Nur noch geräumt. Vor allem Jon. Ich bin tot. Alles irgendwie belastend gerade. Tot. It is over. Ja, Gamba! Warte mal, hat er das schon zum zweiten Mal gemacht? Warte mal, war das jetzt zweimal? Tatsächlich, das ist ein anderes T-Shirt. No! Ja, oh Mann! Träum mich nicht! Träum mich nicht! Du hast da den Koppel ermordet! Du hast da den Koppel Gammel! Digga, wie das Mikrofon nicht mit dieser hohen Töne gerade aufnimmt. Ja, es ist genau dieselbe Scheiße wie gestern, ne? Oh! Was war das denn? Was kommt jetzt? Ja, die KI ist hier noch ziemlich wild unterwegs. Ach du Scheiße, nein! Was tut ihr denn? Oh nein! What? Das sieht übrigens nach einem normalen iRacing-Start aus, by the way. In Split 3 bis 1. An schlechten Tagen. Das ist original iRacing. Ja, da sieht das auch immer so aus. Wobei es, glaube ich, echt keine Rolle spielt. Oh mein Gott, wild. Danke, Jansky. Das war ein schönes Video.